Mein Name ist Gertraud Häfner, ich bin das Theater Zaunkönig. Ich bin es wirklich, weil das Theater Zaunkönig besteht aus meinem Ensemble und mir, und mein Ensemble besteht aus Puppen. Aus Stoff, aus Holz, aus gestrickt, alles Mögliche. Also das ist eine große Bandbreite. Marionetten sind dabei, Handpuppen sind dabei, Tischfiguren sind die meisten, Schattenfiguren auch manchmal, je nachdem, was mir so einfällt. Ich spiele oder ich habe mich spezialisiert auf Stubenformat. Ich nenne mich gern Stubentheater, weil ich gerne in auch Ihr Wohnzimmer passen möchte. Dass Sie, wenn Sie Kindergeburtstag haben oder Familienfest haben oder Ihren Lieben was schenken wollen, können Sie mich holen als Geschenk. Opa! 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 Wer stört mich denn da schon wieder? Du bist das! Wieso denn schon wieder? Hast du mich nicht erst letztes Jahr beim Graben gestört? Entschuldigung. Du Opa, hast du die riesigen Schaufeln gesehen? Die wunderschönen Schaufeln? Welche Schaufeln? Da, von diesen großen Tieren. Oh, Bagger meinst du? Bagger heißen die Tiere. Bagger sind keine Tiere. Bagger sind Sachen, die Menschen bauen, weil sie keine eigenen Schaufeln am Leib haben zum Graben. Ach so. Und was graben die da? Sieht nach Straße aus. Straßen? Das sind doch diese harten Wege, wo diese schnellen Tiere mit den runden Beinen laufen, die so stinken und laut sind. Autos meinst du? Ja. Mit diesen Figuren trete ich eben auf, mit diesen Bühnen trete ich auf, man kann mich buchen, aber ab und zu gibt es auch öffentliche Vorstellungen. Die nächste zum Beispiel ist am 17. November im Sportraum des Kinder- und Jugendhauses Röhre in der geraden Querstraße Nummer 2. Am 17. November um 15 Uhr findet die Premiere von Schneewittchen statt, mein 14. Stück. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen, über den Bergen, bei den 7 Zwergen, ist noch 1000-mal schöner als ihr. Was? Sie lebt? Sie darf nicht. Niemand darf schöner sein als ich. Über den Bergen? Bei den 7 Zwergen? Das werde ich finden. Eintritt kostet 5 € pro Person. Wenn Kindergärten mich buchen, verlange ich 250 € plus Fahrtkosten. Wenn Sie als Privatmenschen mich buchen wollen, kostet es Sie nur die Hälfte. Wir essen nichts, wir essen nichts, wir essen nichts, wir essen nichts. Aber Kinder, ihr müsst doch essen, dass ihr so klein und stark werdet wie Mama. Wir essen nichts, wir essen nichts, wir essen nichts, wir essen nichts. Aber Kinder, ihr müsst doch essen, damit ihr so schön singen könnt wie Papa. Wir essen nichts, wir essen nichts, wir essen nichts, wir essen nichts. Der Bär hat uns beleidigt. Ehrlich, 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 ehrlich. Wir sind keine ehrlichen Kinder, hat er gesagt. Erbärmlich, 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 erbärmlich. Erbärmlich hat er uns genannt. Wir essen nichts, wir essen nichts, wir essen nichts, wir essen nichts. Also den Bären, den müssen wir zur Rede stellen.